Yo Leute, was geht ab und willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch zwei simple Pileup Glitches zeigen, die richtig cool sind. Einer davon hat God Mode, der andere hat auch God Mode, aber die Hunde können euch angreifen beim zweiten, den ich nachher vorstelle. Aber zuerst zum ersten. Was ihr dafür braucht, ist die DG4 Ragnarok Stäbe. Die könnt ihr ja ausrüsten schon von Anfang an und ihr müsst sie einfach aufladen. Aber ihr seht ja, Runde 2 habe ich das schon hingekriegt. Was an diesem Glitch auch noch doof ist, die Zombies, die attackieren euch nicht mehr, die bleiben einfach stehen. Wie ihr jetzt dann gleich seht, ist da hinten Brutus irgendwo hinter dem Stein und da springe ich runter und dann kommt er an zu rennen, wie ihr da gesehen habt. Das ist ein bisschen blöd an diesem Glitch, aber für einen AFK-Glitch ist das wirklich tipptopp, da hört ihr nicht immer so ein Zombie-Geschrei und alles. Könnt ihr euch da ein bisschen reinsetzen und müsst gar nichts mehr machen. Der zweite Glitch ist unten beim Strom, da wo die Pack-a-Punch-Maschine zwischendurch ist. Da, genau da kommt ja die Pack-a-Punch-Maschine. Und wie ich gestern schon gezeigt habe, könnt ihr in die Mitte springen der Pack-a-Punch-Maschine. Sie muss für das nicht vorhanden sein, ihr könnt einfach hochspringen. Was an diesem Glitch das Problem ist, ich habe ja gestern schon einen hochgeladen, ich mache den mal in die Beschreibung oder schaut einfach das Video von gestern an, dann seht ihr es auch. Was an diesem Glitch doof ist, die Hunde können euch angreifen. Aber ich sage ja, all 4 oder 5 Runden gibt es Hunde und das ist ja nicht wirklich schwer, die zu töten. Wie ihr seht, werdet ihr da oben geschlagen, dann müsst ihr einfach, ich habe das nicht gecheckt von Anfang an, müsst ihr einfach noch eins hochspringen, wie ihr gerade gesehen habt, und dann müsst ihr in die Mitte dieses Blech gehen, so genau wie ich stehe. Und dann habt ihr Godmode da oben von allen Zombies, außer den Hunden. Und ja Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch bitte eine kleine Bewertung da. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid, lasst doch ein Abo da, aktiviert die Glocke und man hört sich im neuen Video wieder. Bye bye.